herzlich willkommen zurück bei Banished. Endlich mal wieder zu Hause im Glück. Ja, ist jetzt schon eine ganze Weile her. Ich glaube, das ist jetzt schon anderthalb Wochen her, mindestens. Dass ich mal eine Aufnahme gemacht habe. Deswegen gab es zwischenzeitlich leider auch ein paar Tage, wo mal nichts rauskam. Aber naja, ihr wisst es ja. Real Life und so. Viel, viel Stress. Und da vibriert schon wieder mein Handy. Das fängt super an. Warte mal, kurz ausmachen. So. Ja, wie gesagt, ziemlich viel Stress. Deswegen muss ich dann leider die Aufnahmen ein wenig zurückstellen. Und das Ganze rendern und schneiden und hochladen, das dauert alles sehr, sehr lange. Und dafür hatte ich echt keine Zeit mehr. Naja, ich hoffe mal, dass es jetzt erstmal wieder funktionieren wird alles. Momentan geht's wieder. So, aber genug geschwafelt. Jetzt gucken wir erstmal, was für eine Katastrophe wir hier schon wieder haben. Wir haben 35 Leute ohne Werkzeug. Brillant. Absolut gigantisch. Ach so, da. Aber einen Arbeitslosen haben wir. Ich habe mich gerade gefragt, warum mein Trading Post... Warum habe ich den Lärm gelegt? Ich habe 102 Leute. Warum habe ich den Trading Post nicht an? Weiß ich nicht mehr. Weiß ich ehrlich gesagt wirklich nicht mehr. So, Hunter haben wir voll, Fischer haben wir nicht voll, aber Essen habe ich eh genug. Herdsman, aber ruhig. Huch. Ach, mit Leertaste kann man also pausieren, das wusste ich gar nicht. Farmer brauche ich nicht. Baumeister? Was brauche ich denn? Brauche ich gerade irgendwas? Ich erinnere mich, das letzte, was ich gemacht habe. Aha, genau, das letzte, was ich gemacht habe, war doch. Das hier, und dann habe ich glaube ich noch so ein Ding gebaut hier. Genau, Wooden House, Forester Lodge. Machen wir Geschwindigkeit hoch. Also das mit dem Werkzeug ist echt ein bisschen obermies, will ich sagen. Weil entweder man kommt mit dem Eisen nicht hinterher. Guck mal, jetzt liegt das ganze Eisen schon wieder hier rum. Entweder man kommt mit dem Eisen nicht hinterher. Oder. Die Schmiede kommen einfach nicht hinterher. Momentan sind es eher die Schmiede, aber das Blöde ist eben, dass man im Schmied, in diesem riesen Gebäude hier, nur einen Typen beschäftigen kann. Und man kann das halt auch überhaupt nicht beschleunigen oder sowas. Ich glaube, da kann man echt nur auf Stahlwerkzeuge gehen, die dann einfach länger halten. Also gehe ich mal von aus, dass die länger halten. Steht das da irgendwo? Tooltip? Tooltip. Okay, gibt es keinen Tooltip? Na, also, ihr versteht schon, ja? Also, wenn ich jetzt auf Stahlwerkzeuge umrüsten würde, müsste ich eine Mine quasi auf Kohle bauen. Müsste ich hier sagen, Kohle. Ich mach's gerade einfach mal. Und dann würde ich aus Eisen, Kohle und Holz Stahlwerkzeuge machen und die Stahlwerkzeuge halten dann doppelt so lange wie die Eisenwerkzeuge. Und dann gehen die Dinger nicht mehr so schnell kaputt. Dann habe ich vielleicht bessere Karten. Aber ist halt nur eine Vermutung und ich mache mal gerade hier. Eine Sache mache ich mal gerade. Bitte haut mir doch mal den Stockpile da weg. Dann kann ich da noch einen Schmied hinsetzen. Hoffe ich. Weil ich habe hier mehr als genug Stauraum. Und warum wird da hinten nicht gebaut? Ich habe drei Baumeister. Wen es vielleicht wundert, die Laborer lasse ich gerade mal Laborer. Weil die Leute, die sterben, werden dadurch automatisch ersetzt. Das ist ganz cool. Und die fungieren ja als Träger, so wie wir vor einiger Zeit gelernt haben. Das bedeutet, dass ich hoffentlich mit je mehr Laborer ich da habe, desto schneller wird das Ganze auch hier in die Lager geschafft. Hoffe ich. Hoffe ich stark. So, den machen wir auf Steel Tools. Da ist schon wieder einer gestorben. Wie gesagt, wird sofort ersetzt. Ist wunderbar. Muss ich mich da nicht mehr drum kümmern. Wo ist denn der jetzt? Da ist ein Schmied. Passt der da hin? Verdammt. Dann muss ich da noch einen abreißen. Aber das ist ja kein Problem. Ich habe immer noch mehr als genug Platz.
So. Der macht jetzt also Stahlwerkzeuge. Und wisst ihr was, dann macht der auch Stahlwerkzeuge. Oh, 45, 46 Leute ohne Werkzeug. Und dann wird das hoffentlich besser funktionieren. Das muss natürlich jetzt auch erstmal anlaufen, ja. Also wenn die alle Stahlwerkzeuge haben, wird es wahrscheinlich besser laufen. Boah, guck dir das an. Ja, so sollte es echt nicht aussehen. Wobei, Werkzeuge ist da ja echt noch das Harmloseste. Also Werkzeuge, Klamotten. Ja, also damit kann man noch gerade so leben. Aber ich sehe gerade... Scheiße. Ich sehe gerade was, was mir überhaupt nicht gefällt. Ich habe nur noch knapp 7000 Nahrung. Oh je. Konzentration, Konzentration. Ich muss gerade mal gucken, was ich denn hier noch machen kann. Nichts mehr. Das klingt ja brutal. Werden gerade das Hühner geschlachtet hier oder was geht? Ja, sieht so aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Ich brauche dringend Gatherer. Wo ist er denn? Gatherers Root. Habe ich da schon einen stehen? Nee, ne? Oh, fuck it. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ehrlich nicht. Einfach mal da in die Mitte. Oh, jetzt bin ich schon wieder so still, weil ich mich total konzentrieren muss. Aber das hat mich gerade echt ein bisschen geschockt. Also es schockt mich immer noch, dass da so wenig ist. So, den Schmied da noch hinsetzen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also wenn die Stadt auch noch vor die Hunde geht, ganz ehrlich, dann... Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich dann mit einem anderen Let's Play weitermachen werde. Weil dann muss ich ganz ehrlich einfach eingestehen, dass ich Banished einfach nicht drauf habe. Unendlich wird das Let's Play sowieso nicht gehen, also das kann ich schon mal andeuten. Also ich glaube, die ganze Map vollbauen werde ich wohl nicht. Was einfach daran liegt, dass ich auch noch andere Pläne habe und mir einfach die Zeit dazu fehlt, so viele Let's Plays, keine Ahnung, gleichzeitig rauszuhauen oder wie auch immer. Und mir Banished auch einfach irgendwann zu wenig Content bietet. Oh, jetzt muss ich gerade schon wieder hier... Heiliger Strohsack. Ja, ich weiß, warum wir so wenig Nahrung haben bei so vielen Leuten. Ich kann das ja alles vollhauen hier, ist ja unfassbar. So. Jetzt habe ich die doch wieder alle. Naja, egal. Wo war ich? Ich habe vergessen, wo ich stehen geblieben bin. Ich muss mal gerade die Geschwindigkeit runterdrehen. Ja, ein bisschen schnell. Ach genau, dass ich das Let's Play nicht unendlich weiterführen werde. Banished bietet ziemlich wenig Content. Also, wenn man sich jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, SimCity anguckt, so als andere Städtebausimulation vielleicht, da kann man wesentlich mehr machen, einfach verschiedene Dinge machen. Also ich kann in SimCity jetzt beispielsweise verschiedene Städte aufbauen mit verschiedenen Spezialrichtungen, also keine Ahnung, eine macht Öl und weiß ich nicht, Handelsposten hier mit Ölraffinerie und was weiß ich und Kohle, keine Ahnung. Der andere macht eine Touristenmetropole und der nächste macht, weiß ich nicht, Universität, keine Ahnung, hochentwickeltes Hightech, was weiß ich was. Solche Sachen einfach. Und die gibt's hier in Banished einfach nicht. Ich kann jetzt hier noch 30 Millionen Folgen lang diese ganzen Häuschen bauen, die wir alle schon kennen, die irgendwann einfach langweilig werden.
der Langzeitfaktor ist bei dem Spiel einfach nicht so groß. Deswegen, also ich werde gucken, dass ich die Stadt so groß wie möglich hinkriege. Und noch ein paar Folgen mache. Logischerweise, klar. Ich will ja auch noch die Städte hier, die Häuser noch zu Steinhäusern machen und so weiter. Fehlt ja auch noch ein bisschen was. Wir haben zum Beispiel noch keinen Alkohol. Wenn ich mich rechtlich entsinne. Ich glaube, das wollten wir da irgendwo hinsetzen. Aber dann werde ich das dann auf jeden Fall auch beenden. Und in die Zukunft blicken. Nur mal so zwischendurch, weil es mir gerade eingefallen ist. Jetzt geht schon wieder los. Stimmt, jetzt kann ich die Zeit wieder hochdrehen. Ich wollte nur verhindern, dass meine Leute alle verhungern, während ich hier rede. 24 Farmer. Eigentlich kann ich auch noch ein paar Felder gebrauchen, wenn ich mir das so angucke. Oh Mann. Nee, ganz ehrlich, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass das passiert. Dass ich plötzlich hier solche Knappheiten habe. Also geht mir der Platz da hinten nur aus. Achso, ist ja zu groß. Stimmt, das geht ja nur so komisch. Viereckig ist auch so ein Ding, was ich hier überhaupt nicht mag. Also ohne das Spiel jetzt irgendwie in den Dreck ziehen zu wollen oder sowas. Ja, also das Spiel finde ich sehr, sehr geil. Finde ich sehr, sehr gelungen. Nur solche Sachen regen mich einfach auf. Ja, wenn ich nicht einfach hier so an dem Berg so ein bisschen krumm und schief das Feld setzen kann, sondern einfach mich an diese 15x15 quasi halten muss, oder 13x13 oder wie auch immer, bin ich ein bisschen doof. Stört. Komm, da mache ich noch eins hin. Soll's. Kann ich gut gebrauchen. Dem fehlt ein Blacksmith. Ja, dem fehlt ein Blacksmith. Machen wir so. Machen wir auch mal Stahl. Dann hoffe ich, dass ich mit der Kohle und dem Eisen hinterher komme. Kohle sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, aber mit dem Es sieht schon wieder alles da rum. Ich weiß nicht, irgendwo ist da ein Fehler in der Programmierung. Ich weiß nicht, woran das liegt, ganz ehrlich. Ich habe da meine Mine und da ein Stockpile, also ein Lagerort. Ich meine, in jedem anderen Spiel würden da jetzt Träger rumlaufen und das dahin bringen. Oder er würde es selbst machen, der Minenarbeiter. Ja, ich meine, gut, das ist jetzt in Siedler beispielsweise auch nicht so. Da legt er das auch einfach dahin, dann kommt ein Träger und holt's. Ja, dann kann man dem Typen die Anweisung geben, du bist jetzt der Träger für diese Mine und was anderes machst du nicht. Und dann kommt sowas auch nicht zustande, solche Haufen. Aber jetzt haben wir hier halt null Träger und ganz viele Leute, die eigentlich ihre eigene Arbeit haben. Und die müssen die immer wieder unterbrechen, damit die dieses Zeug hier durch die Gegend tragen können. Wo ist da die Logik? So, was fehlt mir da? Ein Woodcutter? 41 Leute ohne Werkzeug. Ja, das ist das große Problem. Deswegen habe ich momentan auch diese Knappheit. Korn. Deswegen habe ich diese Knappheit, weil die alle total ineffektiv arbeiten. Deswegen hoffe ich, das mit den Stahlwerkzeugen jetzt hinzukriegen. Dass die nicht alle 5 Sekunden dann wieder ankommen. Oh, mein Werkzeug ist kaputt. Oh, mein Werkzeug ist schon wieder kaputt. Oh, mein Werkzeug ist schon wieder kaputt. Ich glaube, mit Stahl wird es dann besser funktionieren. Das sollte ja ein paar Jahre halten. So. Ich habe mir auch schon lange die Arbeitsrouten nicht mehr angeguckt, aber das ist mir gerade auch ziemlich egal, da kann ich eh gerade nichts dran ändern. Ich habe andere Probleme. Aber Feuerholz ist sehr erfreulich, Feuerholz habe ich schon wieder genug. Mit dem Holz komme ich jetzt mit dem neuen Forester hoffentlich auch klar soweit. Natürlich, meine Schmiede verbrennt natürlich jetzt auch sehr viel Holz. Ich frage mich, warum die nicht einfach Kohle verwenden. Aber egal. Kohle sieht sehr, sehr gut aus. Wie viel habe ich da drin? Da habe ich 14 Arbeiter drin, da habe ich 13 drin. Mhm.
Mache ich mal andersrum. Denn Eisen brauche ich anscheinend sehr, sehr viel mehr. Oder ich weiß nicht genau, warum Eisen jetzt immer so schnell weg ist. Vielleicht brauchen die länger, um das abzuarbeiten, anstatt als Kohle. Anstatt als. Klingt wie ein bescheuerter Städtename. Anstatt als. Steel Tool. Oh. Ich habe aber leider nichts mehr vorrätig, was ich dem dafür anbieten könnte. Aber ganz ehrlich, 50 Stahlwerkzeuge wäre ich eigentlich nicht abgeneigt. Kostet natürlich extrem viel. Ne, komm, können wir uns eh nicht... Ne, können wir uns echt nicht leisten. Ich dachte gerade an Feuerholz, aber Feuerholz ist nicht so viel wert. Da würde ich gerade wieder mein ganzes Lager leer räumen. Und das habe ich gerade erst wieder aufgearbeitet. Boah, ich bin mal gespannt, wie tief das hier runtergeht. In der Quarry. Seit wann heißt das Quarry? Ist das vorher nicht anders? Komisch. Ja, wenn ich das mit den Werkzeugen dann irgendwann mal endlich in den Griff kriege, ich hoffe es ja mal mit 3 Schmieden und 2 Minen und Stahlwerkzeugen jetzt, hoffe ich ja mal, dass ich das endlich mal auf die gebacken kriege. Danach kommt dann Leder und hoffentlich irgendwann noch mal Wolle. Und dann meine Closets hier, meine Clothes. So. Vendor. Achso, das ist für Marktplatz. Da könnte ich eigentlich mal. Was machen die denn? Collect and distribute goods to a marketplace. Also der sammelt eigentlich nur das Zeug ein und bringt es hier hin. Ist jetzt nicht unbedingt so praktisch. Weil der hat zum Beispiel auch Eisen und Kohle. Das wusste ich gar nicht, dass er das auch zum Marktplatz bringt. Und Holz auch. Alles, was der Schmied braucht, hat er jetzt hier zum Marktplatz gebracht, diese Vendors. Die müssen aber eigentlich sehr viel sinnvoller hier gelagert werden. Weil da meine Schmiede stehen. Ist ein bisschen doof. Weil jetzt holt der Vendor das jedes Mal von hier hinten weg, bringt es hier hin. Und dann kommt irgendein anderer Typ an, holt es hier wieder weg, um es hier zum Schmied zu bringen. Blöde Sache. Aber Eisen. Naja, Eisen ist dann immer drin. Die Kohle haben sie auch wieder geholt. Also das ist ein bisschen unpraktisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist auch wieder so ein Ding, was ich am Spiel nicht mag. Ganz ehrlich, also ich muss jetzt... Ich habe sonst immer von dem Spiel geschwärmt, jetzt die ganze Zeit. Jetzt muss ich aber auch mal Klartext reden. Was mir denn hier so nicht gefällt. Das sind so ein paar Sachen, die mich irgendwo stören. Weil im Grunde ist man am Spiel, also an dem Spiel hier, ist man immer sehr daran gebunden, so zu bauen, wie der, also die Gebäude ich krieg gar keinen Satz mehr zusammen. Also man ist gebunden, so zu bauen, wie der Entwickler, also der Programmierer, das sich zugedacht hat. Ja, wie hier zum Beispiel, dass ich hier diese, mit dem Förster und mit den Jägern und dem Gatherer und so weiter, dass ich das so da hinsetzen muss und dann muss ich da auch wieder Wohnhäuser hinbauen für die Leute, die da arbeiten und sowas. Da habe ich im Grunde schon gar keinen Freiraum, das irgendwie selbst zu bestimmen. Das muss ich so machen, ansonsten habe ich da echt Probleme, hat man ja in der letzten Stadt gesehen. Genauso auch hier bei den Feldern. Überall müssen dann immer diese Wohnhäuser stehen. Sonst kriege ich da jedes Mal Probleme, muss diese Laufzeiten total kurz halten. Und jetzt habe ich auch noch dieses Problem, dass der Market mir jetzt hier die ganzen Rohstoffe sammelt in diesem Punkt, aber anscheinend nur in diesem Radius verteilt oder in diesem Radius auch wirklich Sinn ergibt. Ja, aber so ein Marktplatz steht, naja, logischerweise eigentlich in der Stadt und nicht irgendwo hier im Produktionsfeld. Deswegen ergibt das für mich überhaupt keinen Sinn. Dann müsste ich im Grunde jetzt schon wieder komplett schließen, damit meine Rohstoffe hier hinten bleiben, wo sie hingehören. Finde ich echt ein bisschen doof, dass man da keinen Einfluss drauf nehmen kann. Generell, dass man keinen Einfluss darauf nehmen kann, wo die Leute jetzt
wo der Typ jetzt hier, wenn ich den anklicke, wo soll er arbeiten und welche Wege soll er laufen und ist der beispielsweise Träger hier und soll er es da hinbringen? Wo ist das Problem, sowas mit einzubauen? Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht unrealistisch. Ich meine, wenn ich irgendwo arbeiten gebe, kriege ich auch eine Anweisung gesagt. Kriege ich auch eine Anweisung, was ich machen soll und wie ich machen soll. Die laufen ja nicht alle ohne Sinn Verstand durch die Gegend. Aber gut, genug jetzt der Hasstiraden hier. Es ist nämlich schon wieder Zeit. Also. Oh. Ja, ich hoffe mal, dass ich das mit den Werkzeugen jetzt endlich mal hinhauen werde bald. Sonst drehe ich hier noch durch. Das war jetzt mal so eine kleine erste kurze Folge mal wieder nach langer Zeit. Mit sehr, sehr viel Gelaber. Aber nun gut. Wer sagt uns das mal Tschüss? Ich denke mal, es sagt uns Tschüss. Schmied auf jeden Fall. Alberti. Die hört auch wieder gern Reggae. Und die arbeitet. Das ist sehr, sehr, sehr löblich. Hat aber ihr ganzes Werkzeug da rumliegen lassen. Naja, egal. Die sagt uns jetzt jedes Mal. Die sagt uns jedenfalls Tschüss. Und die geht jetzt was zu essen holen.